Ich begrüße die beiden Trainer Christian Eichner und Michael Schiele bei mir auf dem Podium sowie unsere Gäste in den Businessbereichen. Eichner, ich darf Sie direkt an Sie direkt das Wort übergeben. Bitte schön Ihre Einschätzung zum Spiel. Ja, vielen Dank zunächst mal. Beginnen möchte ich auch mit den Glückwünschen nochmal hier an der Stelle an Michael und seine Mannschaft zu einem für mich in Summe verdienten Heimsieg. Man darf es nicht verübeln, ich bin immer ein Freund davon, die aus meiner Sicht gesehenen 90 Minuten wiederzugeben. Da habe ich, Micha wird mir das hoffentlich nicht verübeln, kein gutes Fußballspiel gesehen von beiden Mannschaften. Extrem fehlerbehaftet, sehr, sehr viele Ballwechsel und ja, wenig klare Struktur mit Ball. Und dadurch war es extrem fehlerbehaftet für mich. Dennoch und deswegen auch für mich der verdiente Sieger, die Eintracht aus Braunschweig, die für mich von Anfang an wach war, ob das bei einem Einwurf war, sie selbst, ob das bei im letzten Drittel immer wach, immer frisch für zweite Bälle. Und aus dem Grund haben sie für mich über 90 Minuten, auch was die Qualität der Torchancen anbelangt, in vor allen Dingen in Hälfte 2, das Spiel verdient gewonnen. Es ist extrem ärgerlich für uns, weil ja, man dann immer wieder Hoffnung hat, dass man auch in einem Spiel, das nicht so gut läuft für uns, mit einem 0-0 in die Pause geht. Das haben wir nicht geschafft, weil wir einmal zusätzlich bei einer Standardsituation was angeboten haben und dann auch nach dem 1-1 zu 10 kein gutes Verhalten beim Gegentor gezeigt haben, zu sehr gestürzt sind in einer Phase, wo wir ein Mann weniger waren. Und das war richtig, richtig gut vom Gegner dann auch in diesem Fall herausgespielt. Deswegen in Summe von uns kein gutes Fußballspiel. Deswegen verlieren wir auch verdient, weil es bei uns nicht so ist wie bei großen Mannschaften, dass sie auch eine schlechte Leistung in Punkte umwandeln. Und das müssen wir akzeptieren heute. Und dann aber auch schnellstmöglich nach einer Analyse zu den Akten legen, weil sonst werde ich noch ein bisschen wild die nächsten Tage und das bin ich nicht so gern. Micha, euch alles Gute. Ich glaube, ihr seid endgültig nicht nur mit dem heutigen Spiel in der Liga angekommen und ich glaube, der Unterschiedsspieler heute war vorne drin beim Gegner und hat zu Recht einige Bundesligaspiele in seinem Leben bestritten und das war in diesem Fußballspiel für mich der Unterschied. Euch alles Gute, Micha, und allen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank, Michael. Dann darf ich dich um deine Einschätzung bitten. Ja, auch hallo von mir in die Runde. Guten Abend. Christian, vielen Dank für die Glückwünsche. Nehme ich gerne mit heute. Ich habe es genauso gesehen in der ersten Halbzeit. Du wirst dann verrückt draußen. Also wir haben ja, jetzt glaube ich, nicht ganz immer die Passquote gehabt, auch wie ihr in den letzten Spielen und spielen dann ein bisschen wilder auch. Aber heute war es natürlich schon auch auf vielen Positionen, wo man sehr viele ganz, ganz einfache Ballverluste hatten. Ja, ich rede über meine Mannschaft, das war ich so auch nicht gewohnt. Auch trotzdem muss ich sagen, dass man, so wie du auch gesagt hast, mit den zweiten Bällen waren wir da. Wir waren auch aggressiv, waren kompakt gestanden, haben heute ja auch eure gefährlichen Außen dann oder die gefährliche Positionswechsel in der ersten Halbzeit schon richtig gut im Griff gehabt auch. Sind da gut gearbeitet und waren nach vorne immer wieder leicht gefährlich und dann war es so vor der Halbzeit, wo man dann auch, ja, dann kannst du auch beruhigter vielleicht mal in der Halbzeit gehen, war natürlich ein psychologisch super Punkt, 43. Minute, dann 1-0 und in der zweiten Halbzeit, wenn wir gut stehen, wir haben gut verschoben, dann auch wieder trotzdem auch nicht immer alles zubekommen, wenn ihr die Seiten dann überladet habt und sind sie nach vorne gekommen, wie wir das Tor dann bekommen, flacher Pass, dann Longline, wir müssen da eigentlich zweimal klären und dann ist zu schnell dann für uns gegangen, hatten auch die ein oder andere Situation dann mal gut überstehen müssen, wo wir uns dann aber auch richtig reingeworfen haben in die Bälle auch, in die Schüsse auch, das 1-1 auch nur der Robin Krause hätten fast noch auf der Linie gehabt. Ja, war schade. Und trotzdem muss ich sagen, das zweite Tor, wie wir das dann ja, vielleicht in Überzahl oder war dann in Überzahl auch gemacht haben, wie wir danach noch
Uca wieder mal einen ganz langen Ball runter, Anthony runtersaugt und dann auch zum Brian Henning dann spielt. Da hätten wir eigentlich schon das dritte machen können, da wäre es von uns in Ruhe gewesen. Dann kommen auch in der Halbzeit 3 neue Spieler rein, Größe kommt rein. Wir waren auch nicht ganz so groß, dann mussten Yannis Nicolaou auch runternehmen wegen Gelb-Rot. Gefährlich oder wegen Gelb vorbelastet, wo es schon knapp war in der ersten Halbzeit und da fehlt uns auch Körperlichkeit. Aber wir haben es heute, glaube ich, über 90 Minuten dann auch richtig den Sieg wollen. Das hat man gesehen am Anthony, hat man gedacht, oh, da ist noch ein bisschen weit weg bei der Hereingabe, aber dann kommt er einfach noch vor den Gegenspieler und will den Ball dann auch reinwuchten und ja, so richtig befreit dann auch aufgespielt, so wie er auch ist. Ganz lustig, ganz aber dann auch wieder richtig fokussiert im Training und das hat man dann auch im Spiel bei ihm gesehen und den Unterschied hat er einfach gemacht halt. Über 90 Minuten waren, ich glaube, fast an allen gefährlichen Toraktionen in der ersten Halbzeit schon, wo er den Ball mit der Brust annimmt, wo dann Torwart noch super hält mit der linken Hand. Und von dem her über 90 Minuten absolut zufrieden. Wir sind die letzten 3 Spiele sind wir sehr positiv für uns gestalten können. Und ja, so können wir jetzt mal in die nächsten 2 Wochen gehen. Trotzdem müssen wir weitermachen, weil es für uns schon immer sehr viel Leidenschaft, was wir an den Tag legen müssen, dass wir auch Spiele für uns entscheiden. Aber wir sind jetzt angekommen. Euch alles Gute, Christian. Gute Heimfahrt. Und für die nächsten Spiele dann. Ja, alles Gute für die Saison. Dankeschön. Wenn das schon fast das perfekte Schlusswort war, ich gucke trotzdem in die Runde, gibt es Fragen an die beiden Trainer, dann kommt meine Kollegin mit dem Mikrofon. Leonhard Hartmann von der Braunschweiger Zeitung, hier vorne in der ersten Reihe, Finja. Mikrofon kommt. Ja, Glückwunsch zum Sieg. Ihr habt die Abstiegsränge verlassen, seid jetzt über Nacht auf Rang 14, glaube ich. Wie viel Aussagekraft hat so eine Tabelle nach 9 Spielen und wie wichtig ist es für euch auch psychologisch, diese Schritte dann auch sichtbar zu machen nach dem nach Ergebnis schwachen Saisonstart? Ja, Tabelle ist jetzt so ein Nebenprodukt, glaube ich, auch wichtig, dass wir wollten punkten unbedingt. Wir haben noch dreifach gepunktet. Wir haben jetzt die 8 Punkte. Wir hängen, glaube ich, noch ein bisschen hinten her auch. Wir haben auch vor dem Spiel gesprochen, dass auch auf beiden Seiten schon mehr Punkte auf dem Konto sein müssten von den ganzen Spielverläufen her. Aber es ist erstmal schön, diese 8 Punkte zu haben auch und vor allem, weil dann zumindest in den Punkten eine Aufwärtstendenz dann da auch ist. Wir haben jetzt leider wieder ein Tor bekommen, aber haben auch 2 gemacht und das haben wir auch eingedämmt. Wir haben die großen Fehler minimiert und so muss es auch weitergehen. Ich schaue nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Einmal der Kollege auf der anderen Seite. Sagen Sie einmal kurz Namen und Medium, bitte. Nee, an der Fensterfront. Hallo, Marius Bücher, Bayerische Neueste Nachrichten. Frage an Christian Eichner. Du hast eben schon kurz angedeutet, Anthony Uca, was er heute für eine Rolle gespielt hat. Du kennst ihn ja noch aus deiner aktiven Zeit. Vielleicht kannst du mal ein paar Sätze zu ihm sagen und auch, warum ihr ihn heute nicht so in den Griff bekommen habt, wie ihr euch das vorgenommen habt. Ja, grundsätzlich vereint Toni vieles von den Dingen, die ein Stürmer haben muss. Er hat dieses Näschen, er hat einen guten Abschluss. Wenn er die körperliche Voraussetzungen hat, ist es für mich ein Bundesligaspieler, der vor allen Dingen für mich eines der besten Kopfballspiele hat. Wenn man die Größe noch mit in die Waagschale werft, die es in dieser Liga gibt für mich und auch eine Etage höher, was Aspekte wie Timing und Wucht auch anbelangt. Und ich glaube, Micha hat es ja vor dem Spiel, ohne da aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch trefflicherweise formuliert. Ich glaube, die große Frage war, wenn du ein Jahr nicht Fußball spielst, das haben wir bei Stefan Ambrosius das gleiche Thema, wie schnell kriegst du ihn unter Wettkampfbedingungen im Laufe einer Saison in eine Richtung, die er heute gezeigt hat. Und ich glaube, da ist bei Toni viel auch mit Selbstvertrauen und Spaß und Freude verbunden. Und ja, das sieht man ihm auch an. Das habe ich letzte Woche schon gesehen. Er hat das alles beisammen und dann ist er für mich in der Liga einer der führenden Spieler. Dann schaue ich nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann vielen Dank unseren Gästen, einen guten und sicheren Heimweg und Ihnen allen ein schönes Wochenende.